Wir haben beim letzten Mal richtig schön Eis gemacht und ich habe übelst Muskelkater vom ganzen Steine zertrümmern. Egal, wir kommen zurück zu Tears of the Kingdom. So, die klang beim letzten Mal so komisch. Ich chill mal ganz schnell hier und lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Na, nicht nehmen, warten. So, genau. Waiten. Ja, bis zum Mittag einfach mal, ja. Vielleicht hat es ja wirklich noch eine Quest. Ja, du bist wieder da. Okay, jetzt pass auf. Jetzt die Eis-Ultra-Challenge. So, hallo. Was ist denn jetzt los? Ich war jetzt mich erholen. Bist du hier, um mich mit mehr Eis zu beglücken? Das würde ich sehr nett, aber im Moment bin ich gut versorgt. Außerdem habe ich noch nicht einmal eine Belohnung für deine Mühen. Ich möchte aber unbedingt eine besorgen, auch wenn das etwas dauern kann. Okay, na gut, naja, Naja, dann warten wir doch erstmal ab. Ist okay. Ich werde jetzt aber Gerudo-Stadt erstmal verlassen. Denn ich möchte jetzt die Fossilien machen. Die Hebra-Fossil ist das nächste auf dem Tagebuch. Wir haben 90 Quests oder 90. Nicht mehr viele. Oh Gott, er war die weit hinten. So, hier genau, das Hebra-Riesenfossil. Führt er dann auch noch gleich zur nächsten, hier Wüstenfossil, Gerudo-Fossil. So, ja, alles ganz locker. Da waren wir ja schon, glaube ich, hinteleportieren. Kurz über die Mauer rüberklettern. Und dann sind wir auch schon da. So, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt ist. Weil da hatten wir ja schon, da waren wir ja schon. Da war so ein kleines Mini-Skelett irgendwie, was wir rausgebuddelt haben. Was hat das jetzt damit zu tun? Was will die jetzt? Was hat die jetzt damit zu tun? Nee, warte mal, nee, Quatsch. Nee, das Mini-Skelett war in der Wüste. Hier war das, da haben wir irgendwie... Ja, da haben wir irgendwie das Vieh repariert, sagen wir mal so. Weil der irgendwie so komische Lücken hatte. Ja, so war das. Stup. So, okay. So, wie komme ich jetzt hier leicht hoch? Hups. Kletterlink, da wird dir warm. Hups. Jups. Hups. Nee, hoppala. Der Gang liegt alles schon frei. Ich hoffe, die Alte ist auch wirklich da. Jups. Hoppala. Und dann gibt es noch mehr Cash. Und dann, ich will es endlich mal warm machen. Ich sag schon die ganze Zeit, aber dann will ich endlich mal... meine ganzen Waffen abgeben. Und vielleicht auch noch gleich zu den Crocs, weil da kann ich auch noch gleich die ganzen Quests machen. Genau, denn wenn wir eh bei den Crocs sind, das ergibt sich ja denn auch dann noch die Quests. Ich weiß bloß nicht, was der innen meint von mir. Ja, er will irgendwie einen Wirbel im Wasser sehen. Was will er? Ja, das ist alles nicht so ganz, ne? Noch ganz nicht mehr, klar, aber nach 2, 3 Gesprächen wird es das bestimmt wieder. Hoppala, wups. So. Guck mal, warum ist hier noch, guck mal, ist wieder diese kleine Vieh hier noch. Ist hier noch irgendwie noch eine Höhle? Achso, ich habe hier da eigentlich den Vieh gefunden. Deswegen. Weil der würde doch einfach da reinrennen, oder? Aua! Rennt der da rein? Und der ist einfach so verschwunden. Na gut. Ja, Cash, Alter, Cash. 10.500 Rubine einfach. So, warum habe ich den Vieh noch nicht gefunden? War da schon wieder los mit mir? Nee. Hebra-Riesenfossil, ja, willkommen zurück, ne, ja. Ey, diese Blässe hier die ganze Zeit. Ach, darum ist es doch. Sag mal, ich war einfach komplett doof. Irgendwas zum... Hey, nein, bitte nicht. Alter, voll... Das fühlt sich immer so brutal an. So, da haben wir es doch. Ja, Mayo Signum. Sag mal, so viele fehlen jetzt bloß noch 50 Höhlen oder so? Oh, wieder ganz viele Edelsteine, ey, Mann, das ist einfach so geil. Alles Money der Welt ist meins. Boah. Ja, und noch den großen Ona. So, auch schön. So, ja, noch den anderen großen, bevor das kaputt geht. So. Alles klar. Gut. Gut. So, was haben wir jetzt hier? Das ist schon alles erledigt hier. Sorry, ich war da ein bisschen übereifrig. Genau, da hat irgendwie so ein Ding gefehlt. Hinten so eine Wirbelsäule. Aber erzähl erst mal. Ich will ihn komplett sehen. Ich habe mir schon gedacht, dass du auch hier auftauchen würdest. Hey, sieh dir nur mal dieses putzige, alles verschlingende Maul von dem Kolosswalfossil an. Ja, ist schon, ist schon krass. Ob es sich hierbei um eine Art Kolosswal aus, als die in Elden handelt? Als eine andere Art? Ja. Oder vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Exemplaren dieser Spezies? Wer weiß. Nur ein Jammer, dass sich ein paar der Knochen vom Skelett gelöst haben. Wie, fehlen? Ach, bin ich den ganzen weiten Weg umsonst gelaufen? Ich wollte den Kolosswal so gerne in seiner ganzen Schönheit bewundern. Ich hab alles repariert, Mann. Das war ein Part Nummer, weiß ich nicht. Wie? Unglaublich, er ist ja wieder ganz. Ach, sieh dir diese elegante Form an. Ein wahres Kunstwerk, vom Maul bis zur Schwanzflosse. Ist er nicht sogar noch teilweise verbuddelt? Und jetzt, da jeder Knochen wieder an seinem Platz sitzt, wirkt er noch gleich viel schöner. Bitte.
Du hast ihn wieder ganz gemacht, stimmt's? Vielen lieben Dank. Ja, behaupte ich einfach. Gibt's keine Beweise für, aber klar. Hier eine kleine Belohnung dafür, dass das dank dir mein Traum wahr geworden ist. Ja, Fuffi. Ich könnte noch stundenlang hier stehen, um diesen Kolosswal bewundern zu können, aber es gibt noch einen weiteren Kolosswal, der dort draußen auf mich wartet. Den will ich unbedingt auch noch sehen. Dann wird mein letztes Reiseziel also der Kolosswal in Gerudo sein. Lass mich mal kurz einen Blick auf deine Karte smashen. Ja, wir haben den ja schon so gefunden. Wir hatten den damals einfach so aus Versehen schon gefunden. So, ungefähr hier müsste er sein. Na, ja, der verbuddelt war voll gemein. Ach, wie der nächste Kolosswal wohl aussehen wird. Zeit ist herauszufinden. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Haust du rein, bis gleich, ne? Das Hebra-Riesenfossil geschafft. Neue Quest. Das Gerudo-Riesenfossil. So, hier wird es weiter mehr sein. Schön, dass ich den Fino gefunden habe, alles klar. So, es ist auch markiert, die Quest. Dann... Ach, guck mal, die Karte, das ist alles so groß. Hier noch meine markierten Höhlen, immer noch alles. Ja, da kommt halt noch später. So. Hey, ist ja gar nicht markiert. Aber ich muss trotzdem... Ach, guck mal, ich sehe ja schon die Höhle. Ist sie ja schon. Wartet hier irgendwie Eingang? Nee, das ist ja innen drin, ne? Ach, ich muss wieder einen weiten Weg in Kauf nehmen. Einfach weg. Weggezaubert. So, wenn das erledigt ist, vielleicht hat sie noch eine andere. Das wäre auch eine geile Überraschung. Oh nee, nicht, dass sie jetzt auch noch wegen den Untergrundfossilien. Obwohl, das wären wieder drei Quests. Und die haben wir auch alle schon gefunden. Könnten wir also auch ganz bequem einfach wieder einsammeln. Richtung stimmt. Ach man, ist so weit weg, ne? Ach, Link schwitzt schon wieder. Oh, so warm. Link, jetzt musst du auch mal zusammenreißen. Und noch wärmer. Oh, puh. So. Fliegen? Wir fliegen, oder? Tut. So, alles hier aufbrauchen, weil ich im Untergrund so verzweifelt gesammelt habe. Wow. So, Höhle, wir kommen. Nein, du wirfst mich nicht an mit, was auch immer du da hast. Wow, wo kommt das denn her? Achso, der Bayonobo. Aber kann man eigentlich hier oben rumfliegen? Oh, wie der Tempel erst mal seine Textur gekriegt hat. Moment. Was ist denn eigentlich wirklich hier ganz oben drauf? Oh, hier könnte man ja noch rumlaufen. Ne, wir waren ja wirklich die ganze Zeit nur innen drin. Ja, ist hier so ja Erz und so was, ja. Oh, schöne Wandmalereien. Hey, dann jetzt hier, kommen sie jetzt hier. Okay. Kurz mal anhalten. Bup. Wirklich eine geile große Truhe. Ist okay. Halt noch was zum Steine kaputt kloppen? Nö. Warum hab ich denn das alles noch nicht? Ja, die Lanzen sind mir auch zu selten dafür. Denn den seltenen Dings hinein. Ist alles zu krass. Wieder mit dem Master Sword. Wann hat das seine Kraft eigentlich wieder? Egal. Ja, hopp. Und egal. Hier, Tulin, kannst du mal ganz gut pusten? Tulin, du musst mal pusten. Tulin, los. Windstoß. Ja. So, ich könnte mir vorstellen, wieder irgendeine Gerudo-Waffe. Wäre aber auch geil. Das sind drei Spiegel. Warum? Soll ich irgendwas... Soll ich noch irgendwie eine andere Herausforderung? Wie habe ich da, glaube ich, gerade richtig gesehen, dass da sogar noch ein Loch irgendwie ist, dass es dir doch nochmal ringeht. Das müssen wir auch nochmal angucken. Aber eigentlich will ich ja zum Fossil, Mann! Ja, guck mal, hier geht's jetzt drin, ne? Oder haben wir hier vielleicht wirklich noch so ein kleines Rätsel mit Licht? Oder jetzt einfach... Ne, warte mal, das ist der Endbosskampf, ne? Raum des... Ja, okay, das ist der Endbosskampf. Na, ja, toll. Hier wollte ich jetzt eigentlich ja nicht hin. Kann ich einfach durch die Decke? Der Donnertümpel. Ich muss hier wieder raus heute, sorry. Ich muss raus. Ich darf nicht mehr. Ich darf nie wieder hier raus. Oh. Na toll, komm hier irgendwo so eine. Ist hier nicht irgendwo eine Kante? Die Statue sieht so aus. Wenn ich da drauf stehe, dass ich dann hüps kurz drunter komme. Hups. Alter, wie cool das aussieht. So, na, warte. Ja. Der Gesichtsschmuck. Oh. Okay, einfach nochmal. Jawohl. Super. So, haben wir das auch mal geguckt. Einfach, was hier oben drauf ist. Schick. So, wo ist jetzt die Höhle? Wo ist jetzt... Ah, da unten. Ich sehe sie. Hups. Komm, Tulin. Turbo boosten. Aber Mann, das Fossil war doch damals richtig krass an der Oberfläche. Was ist passiert? Warum ist es jetzt so versunken? Wegen dem Mega-Sandsturm? Ich meine, das sah ja eigentlich schon immer sehr flach alles aus. Durch ein großes Flachgebiet. Wie kann das sein? Ach, egal. Oh, guck mal, das ist schon ein Zelt. Ist jetzt hier?
Ich muss ja mal gucken, wo die denn jetzt ist, ne? Natürlich wird sie auch noch drin sein. Hä, wieso ist hier dieses Vieh? Hier ist schon wieder dieses Vieh, aber ich meine, ich habe das doch schon. Ich habe doch schon... Den Dings gefunden. Ja, es rennt auch in die Höhle rein, aber da ist schon ein Häkchen. Na gut. Dann sind die wohl doch einfach immer da. So, hallo, bist du hier? Nö, sie ist schon drin. So, genau. Hier war dann dieses komische, sehr kleine Skelett. Ups. Aber was heißt denn das? Wow. Erstmal Bomben mitnehmen. Hat ja auch schon alles platt gemacht. So, ja. Aha. Vielleicht ist der auch ja nicht versunken. Der Fossil ist bestimmt irgendwie einfach eingestürzt über die Jahre. Und ist dabei trotzdem heil geblieben. Genau. Was liegt jetzt hier rum? Der Kopf ist aber neu. Es gibt einen kleinen Kopf. Sieht aus wie ein Jungtier. Oh, ach so. Oh, ach so. Der war nicht Miniaturmodell, war einfach von einem Kind. Alter. Ah, ich wusste doch, dass du nicht widerstehen kannst. Wie es scheint, liebst du Fossilien genauso wie ich. Na, eigentlich nur Geld. Hier, sieh dir mal dieses Fossil an. Sieht mir ganz nach einem Kolosswal-Kalb aus. Findest du nicht auch? Ein Kalb? Ich sehe keinen Euter. Ganz genau, sieh genau hin. Ich frage mich, ob es sich hierbei vielleicht um das Fossil eines Kalbs des anderen Kolosswals handelt. Aber wo mag nur der Rest davon abgeblieben sein? Es sieht dem größeren Kolosswal nämlich verblüffend ähnlich. Ob das nur alles nur rumliegt? Wäre es nicht herzerwärmend, Mutter und Jungtier wieder miteinander zu vereinen? Ich gehe stark davon aus, dass sich die Teile des Körpers und der Schwanzflosse irgendwo in der Nähe befinden müssen. Ich habe so viele Strapazen hinter mir, jetzt will ich die beiden auch im Komplettzustand sehen. Kostet, was es wolle. Das Gerudo-Riesenfossil aktualisiert. Ja, auf jeden Fall habe ich hier echt schon ein bisschen gekloppt. Kann natürlich sein, dass es sich jetzt wieder resettet hat. Ah ne, guck mal, die liegen hier echt noch rum. Hier liegen sie rum, da wo ich sie zurückgelassen habe. Vor so vielen Parts. So, also. Ja, dann freut sie sich jetzt leider. Erstmal hier hinten die Schwanzflosse ranhauen. Aber das ist ja hart. Er ist einfach so ein Miniaturding. Dachte irgendwie echt von wegen, will hier einer so ein... Will hier einfach einer... Was ich was machen? So ein kleines Minimodell. Okay, so schon mal nicht. Dachte, der snappt sich von alleine ran. Sorry. Ja, ich muss irgendwie noch ein bisschen hier so rotieren. So. Okay, ich sehe nichts. Aber mit, chirurgischer Meisterpro... okay, die doch nicht. Meister hier, Präzision war denn wohl doch nicht da. Hier, guck mal, hier ist diese kleine Minimodell. Hat ja auch Flügel. Wieso gibt es davon oder Kinder? Wie habe ich das denn zu verstehen? Ich weiß nicht, korrigiere nochmal schnell. Kleine Korrektur bitte. Tschüss. Das haut doch eher hin, oder? Das haut hin. So, mal gucken, jetzt den Kopf daran. Wie so ein Frankenstein hier einfach zusammengesetzt. Flupp. So, guck mal. Ist fertig. Oh Gott, so. Ist das cool? Ach, siehst du, es war tatsächlich ein Kolosswalkalb. Und es sieht haargenau so aus wie seine Mutter. Ich kann mir genau vorstellen, wie die beiden damals gemeinsam durch das Meer geschwommen sind. Was denn für ein Meer? In meiner Theorie war das der Windfisch, der ist durch den Himmel geschwommen. Wie lieb von dir, dass du die fehlenden Fossilien des Jungtiers gefunden und wieder zusammengesetzt hast. Hier ein kleines Dankeschön für all deine Mühen. Nimm ruhig. Er lädt jetzt echt nur weiter mit den Untergrundfossilien. Die kannst du doch nicht einfach in den Untergrund trauen. Fuffi, danke, Mann. Ich könnte kaum glücklicher sein, all die niedlichen kleinen Kolosse in Wale, in Elden, Hebra und Gerudo zu sehen. Und zum grünen Abschluss durfte ich miterleben, wie ein Kolosswalmutter und ihr Jungtier wieder vereint wurden. Ach, wie gern würde ich für immer hier bleiben und den ausgestorbenen Kolosswalen Gesellschaft leisten. Du kannst ja nicht mit Toten rumhängen. Gerudo Riesenfossil abgeschlossen. So, das war's. Ey, gibt noch richtig andere krasse Riesenfossile. Soll ich die vielleicht fotografieren? Ich könnte kaum glücklicher sein, noch Mann, all die niedlichen kleinen Kolosswalen in Elden, Hebra und Gerudo zu sehen, Mann. Und zum grünen Abschluss einfach so krass, ey. Ich bleib jetzt für immer hier. Oh oh. Sie klingt sich aus der Gesellschaft aus. Na gut. Muss sie wissen, ne? So, das war das. Das waren diese coolen Quests. Und ja, jetzt will ich erstmal die Waffen abgeben, weil ich muss mal schnell wieder im Haus bauen. Mal gucken, ob mein Haus noch steht. Ihr wisst schon. So, hier ist warte genau. Links Haus. So. Gebe ich mal schnell ein bisschen was aus. Nochmal für Waffen. Schilde muss ich auch noch machen. Dann gucke ich mir vielleicht einfach schon mal andere Räume und dann mal gucken, wo das jetzt hinführt. Ne? Vielleicht bastel ich den Rest des Parts nur noch rum. Mein schönes Haus. Oder ich überrasche euch mal, wisst ihr, ich mache mal ein bisschen so offscreen. Ich habe ja jetzt die Kohle. Und dann mache ich mir vielleicht offscreen einfach mal ein richtig geiles Haus. Und dann gibt es eine kleine Roomtour.
Es sind auf Dauer besser, weil sich das Prinzip, wie man hier rumbaut, haben wir alle verstanden, ne? Ist jetzt irgendwie so spannend, wenn man ehrlich ist. So, hier liegen die ganzen geilen Waffen. Hat bisher nach wie vor noch niemand geklaut. Schön. So, hallo, ich möchte bauen. Na, Tag auch, Mann. Willst du umbauen? Ich fange mit Bauen an. Okay, bereite schnell alles fix vor. Das ist doch mal ein Quatsch, ne? So ein Riesenaufwand. Dass der immer erstmal die ganzen Räume da absperrt und das ganze Gebiet hier absperrt. Toll, dass du gewartet hast. So, alles klar, 15 Module könnte man machen. Dann überlege ich halt echt einfach alle voll zu bauen. So, neue Module bitte. Nichts lieber als das. Vorschau oder Einkaufen. Ich möchte nicht einkaufen. So ein Dreieckszimmer gibt's. Möbliert, Vierecks. Es sind schon geile Sachen, ne? So. Ja, ist natürlich jetzt hier. Da ein Kunstzimmer. Wie geil einfach. Das ist alles so cool. Statuenzimmer, auch nicht geil, auch nicht schlecht. Eine Pferdeunterkunft, sieht auch voll cool aus. Ach, das ist einfach Wahnsinn. Studierstube, geil. Ja, hier ist auch so cool, Mann. Eine Innentreppe. Ey, da kann man eigentlich so viel Spaß mit haben, oder? Ey, da ein Blumenbeet. Ey, ich werd bekloppt. Nee, ist einfach so geil. Aber ich will erstmal meine Waffen. So, ich kann bloß noch 2 Stück holen. Ein Waffenzimmer macht 600. Ich kauf's. Oh. Vielen Dank, willst du noch was anderes? Nö, dennoch halt ein Schildzimmer. Alles klar. So, eigentlich auch ein Bogenzimmer eigentlich auch, ne? Ja, komm her. So. Alles klar. Willst du noch ein anderes Modul? Nee. Das reicht. Gut, dann schaffe ich jetzt die Bestellung herbei. Ja, guck mal, schon sind 6 Räume in Benutzung, ja? Alles klar, schön für deinen Einkauf. Wollt ihr die so schnell hergeholt? Egal. Das ist so ein interessantes Feature. Tschüss. Muss ich ja wirklich sagen, weil da hole ich die vielleicht einfach mal gleich hier übereinander und dann hole ich mir halt so einen Treppenraum noch von irgendwo her. So. Ja, du brauchst nicht immer mitkommen, Kumpel. Ich kann das schon ganz alleine. Ja, ich sehe das ja schon. Ich muss bloß auf die Sicherheit achten. Flup. Alter. Junge, Junge, Junge. So, ich will noch was kaufen, bitte. Na, was denn, Mann? Ein neues Modul. Jetzt mal die Treppenmodul. So, wo haben wir denn hier richtig schön so ein Doppeldecker-Ding? Das ist einfach so geil, ey. Innentreppe. Mann, wie cool. Eine Innentreppe kostet bloß 300. Und mein Geld geht alles flöten, Leute, alles weg. Vielleicht mal nochmal eine Außentreppe, ist auch nicht schlecht. Ein Gartenteich, was ist denn da los? Eine Studierstube. Ein kleines Zimmer, das zum gemütlichen Kopfzerbrechen oder einfach nur zum Entspannen einlädt. Schick, ey. Zimmer mit Tür. Da kann man sich noch ein bisschen gemütlicher machen. Statuenzimmer, eine Küche, den will ich eigentlich auch haben. Hier mal eine Küche. So, alles klar. Und ein Schlafzimmer natürlich auch noch. Darf alles nicht fehlen. Dann schaffen wir alles ran hier. Okay. Was ist denn für ein geiles Feature, Leute? Sag doch mal ehrlich. Das ist mega witzig. Ja. Hier ist alles, Mann. Das ist doch alles so groß. Aber auch irgendwie alles so geil. So, wo haut ihr jetzt ran? Um halt einfach nach oben zu kommen? Einfach hier. So, stoop. Einfach so. Ist ja erstmal egal. Ne? Ich muss ja erstmal Hauptsache bauen. Oder meine Waffen halt abgeben. So, kann ich jetzt irgendwie auch das hier so ein bisschen... Ich meine, ich spring zur Not, spring einfach rüber, ne? Aber... Ach, meine richtig Kuddelmuddelhaus jetzt hier. So, warte. So. Tschüss. Da komme ich ja hoch, ne? So. Und dann auch irgendwie, weil sind da glaube ich keine Seitentüren? Nee, leider nicht. Deswegen muss das alles so ein bisschen... Es muss ein bisschen komisch gemacht werden, ich weiß. Typ, hau ab, du wirst uns außerdem zerquetscht. Und das will doch keiner. So, okay, bin fertig. Und alles rund, Mann? Ich bin fertig. Na dann mache ich gleich mal alles an die Sicherheitsinspektion. Da kann man sich bestimmt was richtig Schönes bauen, Leute. Ich wettet mal irgendwann, wenn ich Muße hab, dann baut mir mal was richtig Schönes, ja? Das ist alles bloß wieder so zweckdienlich, weil ich sehr gerne halt Waffen weghaben will. Ja, so kann man es nicht mehr hochheben, ne? Ist ja klar. So, okay, hier habe ich jetzt Platz für Bögen, ne? So, muss ich aber gucken. Ausstellen, natürlich den Adlerbogen. Ausstellen. So, und vielleicht auch einfach, weil der mega cool ist, so ein... Ja, vielleicht auch noch so ein Bogen hier. Der ist auch so stark. Ausrüsten und ausstellen. So, schön von Gandorf. So, denn natürlich hier will ich ja dieses sehr seltene Schwert, was komischerweise anscheinend echt nur einmal existiert. Ey, Mann, wie geil das ist, ey.
Hä? Schön mit so einer Nische alles versteckt. Zack. So, natürlich der Bigoron-Sword muss auch noch dahin. So. Alter. Sieht voll klein aus, aber egal. So, und dann halt natürlich jetzt noch die richtig dicken Waffen. Die seltenen Waffen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier mit... Weil hier natürlich so ein Schild noch dran ist. Ups, nicht den. Nicht den ausstellen, den nicht. Denn lieber halt hier, so, der Schatzschild. So, oder stell ich auch den Gerudo-Schild, den Hyrule-Schild aus, obwohl der ist schon in Benutzung gewesen. Der wurde schon benutzt, Leute. Da, das ist nicht gut. Da muss ich immer noch mal, wenn ich den komplett fresh habe, dann muss ich den mitnehmen. So. Das war's ja schon. Hab ich echt nicht noch mehr gebaut? Nee. Ich hab doch noch so viele andere Waffen noch. Dum, bum, bum. Nee, hier ist ja bloß mein geiles Küchenzimmer. Da oben ist Schlafzimmer. Doch. Nee. Genau, hier ist schon das Schlafzimmer. Soll ich mal ein bisschen... Nur Link, Alter. Soll ich mal ein bisschen pennen? Guck mal, wie hübsch das aber auch eingerichtet ist. Das ist total schön. Viel zu schön. Ich hab jetzt noch drei Waffen dabei. Erstmal pennen. Ich glaube, ich muss noch mal kaufen, Leute. Ich muss mir noch mal so ein Waffending holen. Aber irgendwann Seko ein. Eigentlich ist es viel zu viel. Man will die halt nicht benutzen, die Waffen. Man will die so ungern benutzen. Ich bin, glaube ich, genau fertig. Nicht, dass ich hier rausfällt. Wenn ich jetzt alle Waffen abhebe, halt die drei, die ich noch habe, dann ist ja genau alle Räume, die ich haben darf, habe ich denn benutzt. Und ich fange mit Bauen an. So, halt, es muss halt noch hier von dem Goron das Schwert ran und von Mifa die Lanze, wenn ich da auch noch dran haben. Sonst klappt das nicht. Willst du hier bauen, Mann? Okay, Hausbau. Kostet nochmal 600, ey. Na, irgendwann wird doch alles verkauft. Neues Modul. Wenn ich mal wieder richtig hier was baue oder so, ne, denn... Ja. Was ist denn los hier? Eine Waffenkammer kann ich mir noch holen. So. Alter, ein Vierex-Zimmer möbliert, ey. Das ist ja auch richtig geil. Da muss ich eigentlich... Das ist viel cooler, weil das hat die ganzen Sachen. Die ganzen Seiten sind da offen. Ey, halt mal her. Das ist doch alles mega geil, ne? So, und dann hier noch so ein Vierex-Zimmer ohne möbliert und Dreiex-Zimmer möbliert. Das ist ja mal mega schick, ey. Gib her damit. Davon kann ich 10 Stück haben. Okay, willst du ein anderes Modul, Mann? Nee, das reicht. Ich hab's gewusst, ey. Jetzt hab ich mich hier doch so ein bisschen, ne? So ein bisschen verführen lassen hier. Ich hab's genau gewusst. Weil einfach zu geil ist. Es ist einfach zu geil. Vor allem diese Viererzimmer. Da kann man ja viel besser das alle drin hauen. Ja, dass es doch irgendwie alle ein bisschen besser passt. Oh, ups. Hier kann ich ja dann überall gleich durchgehen, ne? Ist ja kein Ding. Nochmal weg hier. So, ey, oder ich mach das einfach hier oben ran. Das ist ja auch mal mega geil, Alter, richtig schön. Dann kommt hier einfach so, zack, noch ein Waffenzimmer ran. So, dieses coole Dreieckszimmer, wo man auch schön durch alle Gänge durchgehen kann und gehen wird. Wo mach ich das ran? Einfach hier. Nee, komm, dann kommt man hier unten ran. Das muss alles ein bisschen schick aussehen. Tschüss, oh Mann, ey. Und ein bisschen abgestürzt, okay. Na, alles geil, Mann? Ja, ich bin schon wieder fertig. Das ist so cool, Leute. Ich weiß doch, das ist einfach so cool. Voll schick. Guckt euch das an. Ein schöner Selbstbausatz. Ich wünsche dir viel Spaß, Mann. Ja, wenn ich komplett fertig bin, ziehst du denn weg? Haust du denn bitte ab? Oder wie? Ich fühle mich ein bisschen gestört. So, das ist der Dreieckszimmer möbliert? Das ist möbliert, einfach so ein Stuhl da drinne. Toll. In so ein Hocker. Egal, also. Wow, okay, ist ja nicht so ganz so praktisch, ne? Ja, das ist schön möbliert. Alter Mann, ey. Einfach der Wahnsinn. So, hier im Ultra, der Bergspalter. Erinnert mich an meinen besten Kumpel Daruk, Leute. Was soll ich denn machen? So, und hier die Lichtschuppenlanze, auch voll cool. So. Dann habe ich sogar noch irgendwie noch einen weiteren Platz. Irgendwann einfach den Master Sword dahin hängen. Ne? Nee. Nee, so, das war's. Jetzt habe ich alle Waffen, die ich jetzt so habe, sind verbrauchbar. Sehr gut. Ja, irgendwo noch ein paar Schilde hier ranhängen. Ich weiß ja nicht, ob's... Ich glaube, irgendwann gab es ja auch noch so einen seltenen Schild. Haben wir halt noch nicht gemacht. Aber ich weiß ja noch von Breath of the Wild, dass er da ganz andere noch Sachen noch hier ab. Ich habe auch hier den Wind Waker Schild, müsste es geben. Den kann man auch gleich drin hauen. Also alles schon vorbereitet, alles cool. Ich muss echt sagen, das ist einfach ein richtig kleines, nettes Feature hier, diese Räume und alles aufzubauen.
Und von mir ist natürlich hier ein bisschen richtig troller Lollen. Du kommst die Treppe hoch. Oh, ist das hier schön. Wah! Und dann bist du da runtergefallen. Aber egal. So, Bögen krieg vielleicht auch noch ein bisschen. Vielleicht ein paar seltene. Alles klar. Jetzt reicht's aber jetzt erstmal raus hier, ne? Erstmal abhauen. Ey, das ist eine Küche, die ist doch immer an. Das ist auch alles voll schön. Ach, wie schön das ist, ey. Man, auch mit so einem, die ganzen Mittelräumen kannst du dir alles so richtig schön befestigen und so. Ey, mein Kopf geht schon richtig ab. Aber nee, reicht erstmal. Ich habe jetzt wieder ganz viele Slots frei. Gehen wir weiter, Nebenquests machen. Bei den Crocs. Vielleicht schaffe ich noch die Insel, wo ich die Waffen suchen soll. Und ich werde jetzt mal wieder ein paar Rasselschläge in Kauf nehmen, damit mal hier meine Waffen sollen sich mal wieder boosten. Ja, 50 Crocsamen habe ich gerade. Gerade mal 167 allgemein. Ist immer noch sehr wenig, ja. Ja. Warte, aber nicht wundern, vielleicht mal zwischen den Parts oder so. Kann es sein, dass ich am Haus rumbastel und das alles mal richtig schick mache, ne? Und dann euch das mal zeige. Ah, hoho. Schnupp, du hast Crocsamen dabei. Wenn du mir Crocsamen gibst, mach ich deine Tasche größer. Willst du? Welche Tasche denn? Wie sieht's denn aus mit der Waffentasche? Da waren schon richtig viele, ne? 35! Alter, nee, warte mal. War das mit der Bogentasche? Na, brauch ich 12. Hm. Was mit der Schildtasche? War auch schon teuer, ne? Na, brauch ich nur 10. Okay, nehmt mal her. Imchagi-Wagi. Danke, Mann. Ihr seid immer krasser. So. Jetzt mache ich hier schöne Schildspots, ne? Danaldadam. So, was jetzt noch? Ja, Schild hat richtig dick. Du hast du noch mehr Crocs haben, Mann? Ja, eigentlich hätte ich ja schon Bock auf die Waffentasche. Das ist halt so teuer. Ja, komm, Pierre. Ist egal. Ja, dann. Oh, warum skippst du denn meinen Tanz? Weil ich keinen Bock hab. Auf diesen Quatsch. So. Das ist doch mal schön. Bam, 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 bam. So, jetzt siehst du vielleicht 1000. Oder hast du noch mehr Crocs haben? Wie viel willst du denn jetzt haben? 45, Alter. Ja, jetzt kann ich glaube, das war auch das letzte Mal, oder? Weil jetzt lohnt es sich ja echt erst wieder hier was aufzufrischen, wenn ich wirklich fast alle Crocs schon habe, oder was? So, Prinzessin Enzian. Alles klar. Wie waren jetzt nochmal diese Quest? Ne, die war doch hier richtig, hier, der hat irgendwie, der will, dass ich Holzwaffen finde, die er irgendwo auf dem Dekobaum versteckt hat. Alles klar. So, hier, Walnuss Schatzsuche. Walnuss hat dich zu einer Schatzsuche aufgefordert. Er hat ein Waldschwert und eine Waldlanze oberhalb des Faces des Dekobaums versteckt. Sollst du das Schwert und die Lanze finden? Berichte ihn umgehend davon. Okay, ich geh jetzt mal auf den Baum rauf, ne? So, viele Sorgen. Hat er immer noch Sorgen? Du. So, ich muss doch jetzt kurz mal hier durchswitchen. Ach man, der war ja auch der Typ, der im Dekobaum wohnt. Genau, der war ja hier auch so richtig witzig. So, den waren wir auch schon die... Oh, ups. Darf ja nicht einsammeln. Finger weg, ich habe alles genau ausgerichtet und... Ja, ja, okay, sorry. Ich bin nur auf der Durchreise. Nur auf der Durchreise. Tauch ihn durch. Ob das den Dekobaum im Gehirn kitzelt? So, oberhalb seines Gesichtes, ne? So, na, bist du fündig geworden? Nö. Ich könnte mal ein bisschen hier so hier gucken, ne, was hier alles sich denn hervorhebt oder so. Der hat ja auch irgendwie gemeint, dass das an einer bestimmten Stelle nicht ist. Dass ich an bestimmten Stellen ja nicht erst suchen brauche. Ich schätze mal, das ist auf den Ästen. Das ist auf den Ästen. Ich guck mal. Immer mit dem Grabber hier bereit. Einfach, weil ich sehen will, ob irgendwas gelb wird zum Aufheben. Also, Oh shit, ne, warte mal, Kleiner, der geht aber nicht. Der verschwindet ja gleich wieder. Okay, so nicht, so nicht. Lala. Wieso steht hier so ein kleines Ding rum? Holzpfeil. Okay, allzu weit darf ich gar nicht raus. So oberhalb des Gesichtes. Wo ist denn überhaupt sein Face? Hopsala. Jups. Jups. Hat er die eigentlich wirklich versteckt? Ich habe aber Angst, wenn ich hier so weit hoch hier oder raus hier, dann verschlingt mich doch gleich die... Ja, die... Ihr wisst schon, ja, fängt schon wieder an hier. Ah, nee, wird doch nicht sein. Wo ist die langen, krassen Äste? Ja, guck mal, wie weit man aber das echt sieht, wenn irgendwas dann gelb wird, was zum Hochheben ist. Den sieht man eigentlich sehr, sehr... von sehr, sehr weit. Okay, jetzt wirklich oberhalb seines Gesichts. Vielleicht ist er auch wirklich so gemeint. Ich hätte sonst irgendwie nur gedacht, von wegen über das ganze Gebiet hier. Wo ist denn jetzt sein Face? Dekobaum, der hat ja auch so ein komisches Face. Ob man ja richtig erkennen kann.
Und seine Augen, ey. Der sieht halt ein bisschen komisch aus, aber... Der ist halt ein Baum, ne? Ups, so, überhalb des Gesichts hieß es. Jupp. Das finde ich hier erstmal ja nicht. Irgendwas Gelbes, Hochleuchtendes hier? Nö. Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich muss ihn nochmal fragen. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss ihn nochmal fragen. Aber bist du bescheuert? Was meinst du denn damit? Soll ich doch auf den Ästen rumrennen? Aber dann werde ich doch verschlungen. Von eurer komischen Schutzbarriere. Von zwei Sachen soll das sein. Ich finde nicht eine. Ja, okay. Hups. Hups. Weil wenn ich so viel sehe, ist doch vielleicht auch von hier ganz oben schön zum Gucken. Oh, ich glaube, ich habe die, ich habe das Waldschwert gefunden. Das hatte ich vorher noch nie. Okay, aber das war keine Lanze. Ich wollte doch mal eine Lanze brechen, oder nicht? Was ist denn da oben? Das sieht so komisch aus. Ist da ein Holzbrett oben drauf? Das sieht so komisch aus. Hups. Das sieht irgendwie alles, das ist ein komischer Grafikfehler. Nee, das sieht aus, wie ob da irgendwie eine Planke oder sowas ist. Aber ich glaube, ich kann hier gar nicht rauf, weil Link ist hier gerade fachmännisch durchgeklettert. Boah, okay, der ist nicht mehr tragend. Jetzt aber du Spinner, ich habe ja nicht gefunden. Ja, ja, das ist etwas... Werter Herr, hast du etwas gefunden? Tatsache, das ist ja das Waldschwert. Gut gemacht. Aber ich akzeptiere nur beide Sachen auf einmal. Du musst die Waldlanze finden und dann beides bringen. Okay, war doch wichtig. Ob die auch irgendwie hier so raussteht? Die Waldlanze. Das sieht da oben immer noch... Nee, also wie eine Waldlanze aussieht, weiß ich ja. Na komm, da oben ist so was dünnes. Moment. Da oben sieht immer ganz komisch dünn aus. Ob da irgendwie so ein Ast raussteht. Ich glaube, der hat auch gemeint. Ich glaube, der hat gemeint von wegen... Ja, es ist auf jeden Fall nicht auf den Ästen. Oder nicht so weit weg. Da macht ihr mal keine Sorgen. Der ist ja krass, wie weit man hier hoch kann. Nicht zu sehen. Hier wird nichts gelb, ey. Nee. Er akzeptiert nur beides. Na gut, ich würde aber sagen, dann beenden wir erstmal die Party, ja? Beim nächsten Mal wird weitergeguckt. Ich kann mir ja nicht so schwer. Okay, wenn das Schwert jetzt schon so richtig offensichtlich war, ist das andere vielleicht auch nicht weit. Vielleicht liegt es ja auch unter dem ganzen Gebüsch oder so weit hier rum. Ah, nee. Nee. Na gut, aber vielen, vielen Dank fürs Einschalten, ne? Und dann bis zum nächsten Part von Tears of the Kingdom. Ich muss aber noch, ich muss fündig werden, Leute. Ciao, ciao!